kommt ein etwas besonderes Video. Es wird auch mehrere dieser Art geben noch. Denn heute zeige ich euch, was ich mit Juni alles trainiere, da es aber für ein Adventskalender-Video den Rahmen sprengen würde und wahrscheinlich auch so den Rahmen sprengen würde von dem, was ich normalerweise an Videolänge hochlade, mache ich daraus mehrere Videos. Heute fangen wir einfach mal damit an, was ich so beim Reiten alles mit ihm trainiere. Also ich reite ihn halt ganz normal. Ich mache eigentlich meistens Ausritte. Dort übe ich natürlich auch so ein bisschen seine Kondition, dass er auf dem Stand bleibt. Dann die Ausdauer. Ich kann im Gelände natürlich auch super Schrecktraining machen. Viele unbekannte Situationen. Das ist dann eigentlich so ein netter Nebeneffekt. Trittsicherheit kriegt er im Gelände natürlich auch, weil viele verschiedene Böden. Natürlich ist es, umso häufiger man auf einem Boden reitet, umso mehr gewöhnt er sich dann auch dran. Im Gelände trainiere ich aber auch gerne mal den Tölt, dass der schön vorwärts läuft und dass der Tölt auch taktklar ist. Dann natürlich auch noch die anderen Gangarten, die trainiere ich auch. Das Tempo versuche ich mit ihm da auch zu trainieren. Aber im Gelände trainiere ich auch meinen eigenen Sitz so ein bisschen. Ich versuche es, wenn es Strecken sind, die Juni auswendig eigentlich kennt, die wir reiten, dann konzentriere ich mich auch manchmal etwas mehr auf meinen Sitz und lasse Juni so ein bisschen laufen einfach nur. Also ich achte schon darauf, dass er natürlich da lang läuft, wo er soll und dass er auch in der Gangart läuft, wo er soll. Aber er darf in solchen Situationen auch mal das Tempo selber so ein kleines bisschen bestimmen. Darf dann auch mal etwas am längeren Zügel laufen. Aber er soll sich natürlich immer noch auf mich konzentrieren. Er soll immer noch auf meine Hilfen hören. Das ist so ein netter Nebeneffekt dabei, den wir auch trainieren. Dann reiten wir nicht nur im Gelände, sondern auch auf dem Reitplatz. Wenn wir haben eine Ovalbahn, bei uns ist es jetzt eher die Galoppbahn. Auf der Galoppbahn trainiere ich halt hauptsächlich Tempo. Und auch mal, dass er seine Hufe etwas mehr hebt im Tölt, denn durch den Sand hebt er sie auch so ein bisschen mehr. Der Sand ist da ja etwas tiefer auf der Galoppbahn. Auf dem Reitplatz trainiere ich halt so ein bisschen, dass er einfach auf dem Platz bleibt und auf meine Hilfen noch besser reagiert. Und dass er die Linienführung hält, denn er ist so gerne, hier kann man ja mal abkürzen, hier kann man mal den Weg etwas länger machen. Manchmal steht er sich selber so ein bisschen im Weg. Manchmal will er auch, habe ich das Gefühl, einfach nur den Zaun laufen. Auf jeden Fall sind wir beim Reitplatz schon ein gutes Stück vorwärts gekommen. Also im Vergleich zum Anfang haben wir uns schon gut weiter verbessert. Natürlich trainiere ich auf dem Reitplatz auch die ganzen Grundgangarten. Und übe auch mal für Dressur, aber auf dem Reitplatz mache ich auch manchmal so ein bisschen einfach Spaß mit ihm. Zum Beispiel Trail oder Stangenarbeit so ein bisschen, das habe ich jetzt häufiger nicht mehr gemacht. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich auf dem Pferderücken mit Juni trainiere, wenn ich drauf sitze. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hier oben könnt ihr noch ein weiteres Video sehen. Lasst doch einen Daumen nach oben, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Und morgen kommt dann das nächste Trainingsvideo. Bis morgen. Tschüss.